Damit der Martin halt mit seinen Fassl so furchtbar aufgeregt hat. Ich komme vom Arbeiten und dann steht der ganze Müll da und der glaubt, er braucht ihn nicht wegrammen. Und dann kommt man auf die schlaue Idee und tut es hinter das Haus. Heute ist noch schön, morgen sogar wieder schlechtes Wetter und du ein bisschen Gartenarbeiten. Wir haben jetzt da Kapuzinergresse, die ist schon am Verblieren. Ein paar Blüten hat sie noch, aber natürlich macht ihr dann wieder super schöne Samen. Den nehmen wir ab, weil die fallen teilweise schon runter und trocknen die. Da haben wir jetzt unsere ganze Ausbeute. Wenn wir das dann aussortiert haben, werden wir dann die einfach wieder in den Untersetzer einlegen, in die Sonne stellen und einfach warten, bis fertig sind. Aufbewahren tun wir die ganzen dann in so alte Briefkuverts. Gibt ihr dann rein, beschriftet es natürlich, weil sonst weiß man nächstes Jahr vielleicht nicht mehr, was drinnen ist. Und so ganz verschrumpelt und klar und ausdiert schauen dann die Samen aus, wenn sie fertig sind. Und kannst dann fürs nächste Jahr wieder weiterverwenden. Da sind wir jetzt bei unseren Stockrosen. Ich habe die deswegen so lang losen, weil ich natürlich die ganzen Samen abnehmen will. Weil erstens mal ist es ja super Bienenfutter. Und wenn ich die natürlich gleich anschneide, wenn sie nicht mehr ganz so schön ist, dann haben wir von den Samen nicht wirklich viel. Deswegen haben wir es austrocknen lassen. Jetzt werden wir die alle abschneiden. Und dann werden wir die Samen alle außerkiefeln. Für die, die jetzt nicht wissen, was außerkiefeln heißt. Außerkiefeln bedeutet aussortieren. Steirisch. Und jetzt haben unsere Herbstanemonen wieder Platz. Und übrigens, ich sitze da neben unserer Blumenlatter. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ist auch eine ganz coole Geschichte. Ist das nicht der Wahnsinn? Sonst tut in der Siedlung nämlich auch keiner was. Und heute am Samstag am Nachmittag um 3 fangen wir zum Fliesenschneiden an. Ich habe mir jetzt auch noch das Leiberl anziehen, weil die feinen Borsten da auf die Samenkapseln, die beißen wie wahnsinnig. Die Dinger sind schon super trocken. Wenn man das dann genau ausschaut, ist da drinnen so ein Ring. Und das sind die ganzen Samen. Und da habe ich jetzt eine Zeitl zum Tun. Und das meine ich. Die feinen Härchen, die beißen so furchtbar. Echter Krampf. Aber hilft nichts, da müssen wir durch. Da sind wir jetzt bei unserem Schmetterlingsflieder, auch Sommerflieder genannt. Der hat natürlich jetzt schon viel Anblüterispen. Die schneide ich regelmäßig weg. Das sind schon fertige Samenkapseln und die gehen wirklich alle relativ gut auf. Wenn wir das wegschneiden, treibt er an alle Blattachseln wieder neig aus. Wenn wir einen schönen Herbst kriegen, einen langen Herbst kriegen, bis in November rein, blüht er nämlich noch. Die nächsten Blüten, die was kommen, sind zwar nicht mehr so groß wie die ersten, aber trotzdem ist es immer noch ein schönes Futter für die Schmetterlinge.